Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sehen uns heute nicht, ihr seht dafür jede Menge Uhren eines kleinen Herstellers, der den Quarzuhrenmarkt ein bisschen aufräumt und wertiger gestaltet, vor allem im unteren Preissegment Makia Watches. Neue Designs und ja, wirklich sehr, sehr wertige Quarzuhren zeichnen diesen Hersteller aus. Ich habe auch einen kleinen Rabattcode für euch am Ende bzw. im Laufe des Videos. Seid also gespannt und ich hoffe, euch diese Uhren in einem Kurzreview ein bisschen näher bringen zu können. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne den Daumen und auch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und da bin ich schon wieder und kann euch jetzt etwas mehr zu den Uhren erzählen. Ich habe gesagt, die Uhren haben ein neues Design und der Meinung bin ich tatsächlich. Ich hatte mal ein Video gemacht, Einsteigeruhren unter 500 Euro. Da habe ich des Öfteren gelesen, das wäre doch sehr angelehnt an die Royal Oak. Ich finde aber, diese Uhren haben genug Eigenständigkeit, um eben auch ein eigenes Design aufweisen zu können und so, dass man eben auch davon sprechen kann, dass sie ein sehr eigenes Design haben. Der Name spielt da auch eine Rolle, Makia, angelehnt an Machiavelli, dessen Texte Ecken und Kanten haben. Ebenso haben die Uhren Ecken und Kanten. Das fand ich eine ganz charmante Idee. Und es handelt sich hier im Prinzip um vier verschiedene Modelle, die von den technischen Spezifikationen her gleich sind, sich aber im Design unterscheiden. Die Uhren generell werden betrieben von einem robusten und wahrscheinlich vielen von euch bekannten Quarzwerk von Miyota mit dem Kaliber 6S20. Wir haben ein Gehäuse, das in dem mittleren Gehäuse einen Durchmesser von 43 mm hat und aus sandgestrahltem, sprich matten 316L Stahl ist. Saphirglas, was bei Quarzuhren auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist, und die Uhr ist wasserdicht bis 10 ATM. Wir haben ein Silikonband, das sich sehr, sehr angenehm trägt. Das ist nochmal etwas weicher und flexibler als Kautschuk, so zumindest mein Eindruck. Und wir haben einen Bandanschluss von 20 mm, also eine recht gangbare und gängige Größe. Das Zifferblatt ist hier etwas spezieller gehalten, das ist doppellagig. Das seht ihr auch so ein bisschen, die Totalisatoren liegen im Prinzip eine Ebene tiefer. Und wir haben auch Lume auf den jeweiligen Indizes und den Zeigern, sodass man da einen schönen bläulichen Schimmer hat. Es gibt zwei Versionen, eine davon gerade im Bild, wo dann noch PVD-Beschichtungen an Lünette, Drücker und Krone vorhanden sind und zwei Versionen, wo das eben nicht der Fall ist. Ihr seht hier Uhren, die ich habe testen dürfen, das heißt, da ist mal ein Staubkorn, da ist mal ein Fingerabdruck, aber ich kann euch sagen, dadurch, dass ich eben diese Uhren auch wirklich teste und im Gebrauch habe, bin ich überzeugt von dem, was ich euch hier präsentiere und kann diese Uhr besonders für Einsteiger oder Leute mit einer Vorliebe für Quarzuhren sehr empfehlen. Von Makia und mir wird auch noch das ein oder andere kommen, da ich die Marke und den Gründer sehr schätze und sehr zu schätzen gelernt habe. Ja, und ich freue mich, euch hier in diesem Kurzreview nun die Uhren präsentiert zu haben. Und das soll es von mir auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, gebt auch neuen Uhren eine Chance und freut euch mit mir auf die nächsten Videos. Für und mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.